Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Als erstes will ich wieder die Aufgaben vom letzten Mal besprechen. Die erste Aufgabe war, wie viele Lieferanten gibt es pro Land? Das heißt, ich brauche wieder eine Group. Group. Ich schreibe das immer gerne groß. Group by Land. Nee. Land. Schauen wir noch mal sicherheitshalber nach, ob die Spalte wirklich so heißt. Jawohl. Und jetzt war es die Anzahl der Lieferanten. Das heißt, ich muss ausgeben Land und Count Stern. Ja, und jetzt habe ich hier dieses Ergebnis. Die nächste war, wie viele Kunden gibt es pro Ort? Das geht dann erstmal auf die Kundentabelle. Kunden. Hier oben mache ich wieder erstmal meinen Stern rein, damit ich die Tabelle schön sehen kann. Das hier wird mal kurz auskommentiert. Ja. So. Und es hieß pro Ort, hier sehe ich schon, die Tabelle heißt Ort, also die Spalte heißt Ort, also Ort, Komma, Count, Stern und hier unten eben dann der Group by Ort. So, dann war es Anzahl der Bestellungen pro Personal. Select Stern from Bestellungen. So, das Personal habe ich hier in der Personalnummer. Also das heißt Group by Personalnummer. Und hier oben statt dem Ort eben dann auch die Personalnummer. Schön wäre es jetzt noch, wenn man die Namen hier reinziehen könnte, aber dazu müssen wir erst lernen, wie wir Tabellen verknüpfen. Und die letzte Aufgabe war die Frachtkosten pro Kunde. So, wieder auskommentiert. Kunde habe ich hier im Kundencode und die Frachtkosten habe ich hier. Also statt Personalnummer einfach hier Kundencode und nicht vergessen eben diese Accessoires, weil ein Minus in der Spaltenüberschrift drin steht. Code. So, und jetzt ging es um niedrigste und höchste Frachtkosten. Den Grundstand können wir auch drin lassen, das macht ja nichts. Also, durchschnittlich ist AVG Frachtkosten, Min Frachtkosten und Max Frachtkosten. Und wir haben wieder diesen Effekt beim Average, den wir beheben können mit einem Truncate und zwei Nachkommastellen. So. Ja, das waren die Aufgaben vom letzten Mal. Und jetzt kommen wir zu einem neuen Thema. Und da können wir jetzt hier eigentlich schon bleiben. Weil es gibt, ich könnte jetzt auf die Idee kommen, ich möchte nur diejenigen, wo die durchschnittlichen Frachtkosten, was weiß ich, über 40 liegen. Und im ersten Moment könnte man ja denken,
gebe hier mal einen Namen. Es Durchschnitt. Und dann könnte man ja auf die Idee kommen zu sagen, ich möchte nur die, wo der Durchschnitt größer 40 ist. Aber das funktioniert so nicht, weil diese Bedingung sich ja auf die Gruppierung bezieht. Und deswegen ist die an dieser Stelle nicht möglich, sondern die gehört nach dem Group und heißt dann auch nicht mehr where, sondern having. Also immer dann, wenn ich mich auf die Gruppierung beziehe, dann ist es nicht der where, sondern der having. Und jetzt habe ich hier nur noch die, wo der Durchschnitt über 40 ist. Ansonsten verhält sich der having ziemlich gleich dem wie der where. Also ich kann hier alles Mögliche machen, größer, kleiner, and natürlich dazwischen, und dann könnte ich hier Max Frachtkosten machen. Max Frachtkosten and Max Frachtkosten kleiner 100. Und dann bleiben jetzt halt nur noch die übrig. Also da könnt ihr euch genauso wie im where bewegen, im having. Ihr müsst nur immer dran denken, wenn es sich auf diese Aggregierungen hier oben bezieht, wenn es sich auf die Gruppierung bezieht, dann brauche ich den having. Okay, das war's schon wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.